Ja, danke dir, Zoe. Und hundertprozentig haben wir auf jeden Fall einen Gast hier, nämlich den Andreas. Kurz gesagt, Andi, wie geht's dir? Ein bisschen aufgeregt, aber sonst ganz gut. Das gehört dazu. Der Andi, der hat nämlich was ganz Besonderes vor, und zwar die erste Gaming-Bar in Köln zu eröffnen. Wie ist diese Idee entstanden? Man kennt ja jetzt so schon seit einigen Jahren, ne? 2012 ging es ungefähr los mit diesen Barcrafts, um das ganz kurz zu erklären. Es sind quasi Public-Viewing-Veranstaltungen in Bars, wo man zusammenkommt, um E-Sport zu schauen und dann allerhand Turniere und Spiele. Wie ist es so für dich entstanden? Ja, genau. Die Barcraft-Idee an sich, die gibt es schon ein bisschen länger, so in anderen Ländern. Aus den USA ist das so rübergeschwappt, und dann habe ich irgendwann 2012 so zum Freund mal gesagt, warum ist das eigentlich nicht in Köln? Das wäre voll cool. Und der meinte, mach das selber. Und dann ist das irgendwie so im Kopf geblieben. Und dann habe ich das tatsächlich mal ausprobiert und dann ja mit den Barcrafts angefangen. Das funktionierte. Da habe ich halt auch schon relativ viel LOL gespielt, also eigentlich fast, also deutlich mehr LOL als StarCraft. Ja. Und dann habe ich gedacht, dann muss das mit League auch funktionieren. Haben wir dann ausprobiert, hat wunderbar funktioniert, und ja, da hat sich das immer so ein bisschen weiterentwickelt. Dann haben wir Dota dazu genommen, letztes Jahr noch Hearthstone, und Counter-Strike war es ja selber dabei. Genau. Das ging ja leider nur einmal bisher. Ja, und das hat, macht halt unglaublich viel Spaß, und deswegen ja, wollen wir das jetzt quasi so aufs nächste Level anheben und weiterentwickeln und die eigene Bar dann aufmachen. Wie ist denn so die Stimmung? Wie kommst du denn an? Also es sind ja dann normale Bars, ne, wo ihr hingeht. Da kommen ja auch normalerweise andere Leute als E-Sportler, die zum ja, Zugucken da sind, zum Zocken anschauen. Nehmen die das positiv auf, die normalen Stammgäste, oder sagen die dann, was ist denn hier passiert jetzt? Was macht ihr denn hier? Ja, das ist total unterschiedlich. Also ich würde behaupten, das ist vorwiegend altersbedingt. Ja. Also die jüngeren Leute, die bleiben öfters mal da und gucken sich das an, auch wenn sie es überhaupt nicht raffen. Und je älter der Besucher dann wird, ist es meistens so, dass die dann relativ schnell den Laden wieder verlassen. Wir hatten da tatsächlich jetzt am Samstag beim Pubstorm fürs International, aber zwei, die waren, glaube ich, 54er Jahrgang, also über 60. Okay. Und die meinten, die wären alte Zocker, so früher Doom gespielt oder sowas. Und die sind dann echt da geblieben, zwei oder drei Stunden, bis morgens das Turnier vorbei war, um 17:30 oder was das war. Echt, ja? Und haben sich das angeguckt und alles erklären lassen. Haben überhaupt nichts gerafft, aber fand es total cool, dass es sowas gibt. Und ja, das gibt es halt auch. Und das ist dann wieder schön. Das wärmt mir das Herz. Also das ist ganz cool. Du hast es ja jetzt über mehrere Jahre gemacht, also viele Events hinter dich gebracht, aber noch nicht in der eigenen Bar. Das ist so quasi die Idee, die du jetzt angehen möchtest. Da gibt es auch eine Aktion, wo quasi so Crowdfunding ist, ne, wo so eine Geschichte läuft. Und was ist jetzt so dein Plan dahinter? Ja, genau. Wir sammeln jetzt gerade über das Crowdfunding so ein bisschen das Startkapital, weil es ein bisschen problematisch ist, in Deutschland für sowas immer noch einen Kredit zu bekommen bei Banken. Also das läuft parallel auch noch, aber es ist nicht so einfach. Also E-Sport kennen die Leute halt einfach nicht. Gastro ist sowieso an sich immer so ein Sorgenkind. Und deswegen läuft das halt so parallel. Also wenn wir mit dem Crowdfunding genug Geld sammeln, dann ist es halt relativ einfach, darüber dann wieder andere Kredite zu bekommen. Okay. Und deswegen läuft das so erstmal. Und da packen wir jetzt erstmal und die ganze Mühe rein. Sehr cool. Wir können ja mal ganz kurz über die Homepage von euch drüber schauen. Gamingbar-Köln.de ist das. Und das ist so quasi so die Landingpage, ne, wo man ein bisschen was ja, über das Projekt lesen kann. Da haben wir auch ein Video, da schauen wir auch gleich nochmal rein. Da habe ich schon eine Stelle rausgesucht. Ja, vielleicht kannst du so ein bisschen was erzählen. Es gibt ja verschiedene Milestones, ne? Hier zum Beispiel. Was hat es damit auf sich? Ja, wer das Prinzip Crowdfunding kennt, da braucht man halt nochmal ein paar gewisse Anreize, um die Leute ein bisschen zum Spenden so zu bewegen. Weil im Grunde kriegen wir halt Geld von den Leuten, und wir wollen es halt nicht komplett erschnorren, sage ich jetzt mal. Und deswegen geben wir halt da immer ein bisschen was zurück, ne? Und ja, das geht zum Beispiel bei 10.000 Euro, packen wir dann Fernseher auf die Toiletten, damit man dann halt auch dabei nicht eine Sekunde vom Spiel verpasst. Ja, auch eins meiner Highlights von den Milestones, ne, dass du wirklich am Pissoir stehst. Ich habe es letztens irgendwann im Kino gesehen, ne? Da läuft dann hier Kinowerbung und sowas oder halt irgendwie Werbung, aber... Genau, und da läuft dann halt der Stream weiter, ja. Die Frage ist, ob dann die Toiletten nicht irgendwann überfüllt sind, weil einer nicht mehr runtergeht. Da muss man aufpassen, ja. Fisch ab, Junge! Was ist noch so ein anderer Milestone, der so dir persönlich am Herzen liegt? Wahrscheinlich natürlich das Maximum, aber...
Ja klar, je mehr Geld reinkommt, ist natürlich umso besser. Bei 35.000 hauen wir dann unsere Rezepte tatsächlich raus. Ja. Da freuen sich relativ viele schon, glaube ich. Also vielleicht kommt es ja nie dazu. Ansonsten bei 30.000 gibt es einen Dosenbeats. Ich weiß nicht, ob du die Jungs kennst von den Rocket Beans. Die hübschen hier, genau, von den Rocket Beans. Die würden wir dann einfach buchen. Und ansonten kommen ja, bei den. 30.000 ist auch ein schönes. Genau, kommen da bei. Da machst du ein Cosplay. Ah ja, gut, da freue ich mich ja nicht mehr. Ja, da darf die Community dann entscheiden, als was ich mich bei der Opening Party verkleide. Und da sind schon die schrecklichsten Vorschläge gekommen. Ihr habt ja verschiedene Cocktails, da können wir auch mal einen Blick drauf werfen. Das war ja das, worüber wir eingangs schon ganz kurz gesprochen haben. Ne? Da haben wir ja ein bisschen drüber geredet. Vielleicht kannst du uns sagen, was das jetzt für Cocktails sind. Das war jetzt das war League of Legends. Vom, genau, ne? Vom Bar of Legends. Das linke wirft ein Frozen Heart sein, das hinten ist ein Heal und das rechts ist ein Red Buff. Und Das sind halt drei von, ich glaube, 8, 9, 10 Cocktails, die wir halt für LOL haben. Und ja, für andere Spiele haben wir dann andere Sachen. Genau, zum Beispiel, das ist hier der Favorit von Grummel, ne? Ja, das Stimpack. Genau, das haben wir halt seit dem zweiten Barcraft oder sowas. Da sind wir irgendwann mal auf die Idee gekommen, das einfach in Spritzen auszugeben, weil es ja im Spiel auch Spritzen sind. Und das ist super angekommen. Also das ist immer wieder lustig. Und das ist von Dota, ein Pubstomp. Ich denke, die Jungs und Mädels, das, was auf dem Tisch steht, dürften Invoker sein. Und da genießen sie gerade ein Dagon. Oder Dagon. Ja, Zoe weiß, wie er richtig heißt. Dagon hat sie gesagt. Gibt es auch Level 5 dann, aber den will man nicht mehr trinken. Dagon ist richtig, ja. So, und dann, wie kommt ihr auf die Cocktails? Also ist es dann teilweise aus der Community, dass sie sagen, mach doch mal irgendwie den und den Cocktail, pack das und das rein? Oder? Aber wir sitzen dann da tatsächlich so im kleinen Team zusammen und mit dem Cocktailmixer, der das halt wirklich gelernt hat richtig und sagen dann, der und der müsste so und so sein und der muss irgendwie giftig sein. Wir hatten auch schon welche zum Anzünden, so Blue Flame Hellion für StarCraft zum Beispiel. Das machen wir nicht mehr so oft, weil das geht manchmal in die Hose. Aber ja, wir sitzen dann da tatsächlich 2, 3 Abende und probieren alles aus. Hier, wir können ja mal ganz kurz schauen, denn die Kampagne läuft ja auf Indiegogo. Genau. Und da sind wir aktuell bei 5.500 rund, 63 Personen haben da schon mitgemacht. Und die Aktion läuft noch 23 Tage. Ne? Also jeder, der da natürlich Interesse hat und sagt, hey Köln, cool, wohne ich um die Ecke, kann da natürlich gerne mitmachen. Ne? Findet ihr natürlich alles im Netz. Meine wichtige Frage ist natürlich, wenn diese 25.000, das ist ja als Ziel angegeben, nicht zustande kommen. Macht ihr es dann trotzdem irgendwie oder wird es dann abgeblasen? Also wir werden auf jeden Fall alles daran setzen, auch wenn wir die 25.000 nicht erreichen, das trotzdem umzusetzen. Da gibt es schon diverse andere Alternativideen, die wir da haben. Was heißt Ideen? Im Grunde muss man sich dann Teilhaber ransuchen, ja. Investoren oder sowas. Also ich bin da relativ zuversichtlich, dass es am Ende funktioniert. Trotzdem wird es alles natürlich deutlich, deutlich schwieriger, wenn man diese 25.000 nicht hat. Dann ist man halt relativ safe. Ja. Bei weniger und je nachdem, wie viel weniger es wird, wird es halt einfach immer nur schwieriger und arbeitsintensiver für uns. Ja, ich drücke euch natürlich alle Daumen. Wir haben noch mal ein kleines Video, das ist ja auch zu finden im Netz. Da bist du schon quasi in der neuen Bar, du finanzierst ja von deinem eigenen Taschengeld quasi schon das ganze Projekt. Nicht, dass man denkt, okay, der startet dann irgendwie erst, wenn das ganze Geld zusammen ist. Nein, da hängt jetzt schon einiges an Geld drin, um die Pacht quasi jetzt schon auszulegen, damit es nicht anderweitig vermietet wird. Und da schauen wir mal ganz kurz rein ins Video. So, wir sind in der Bar. Draußen ist die Kyffhäuser Straße, da hinten der Südbahnhof, da drüben der Barbarossa Platz, so 2 Minütchen entfernt, also ziemlich optimal gelegen eigentlich. Und das ist so der Eingangsbereich unserer Bar. Da könnte ein Fernseher hin, da hinten an die Wand auch. Und wir überlegen dann an beide Konsolen dran zu packen und davor kleine Couchlandschaften. Und dann könnte hier in dem Bereich immer wieder gezockt werden. Also worauf ihr gerade Lust habt. FIFA, Mario Kart, Smash Brothers, Street Fighter, vielleicht singst du da mal am Wochenende. Vorsicht, Stufen. Wir gehen nämlich direkt weiter und kommen jetzt ins Herzstück unserer Bar. Und das ist natürlich wie überall anders auch der Thekenbereich. Hier wird es dann unsere großartigen Gaming-Cocktails geben. Die kennt ihr ja schon. Und auf der anderen Seite dann die absolute Besonderheit, auch diese kleine Erhöhung, werden wir 6 Rechner packen. Und da könnt ihr jeden Tag zocken, natürlich umsonst, worauf ihr gerade Lust habt. LOL, Dota, Counter-Strike,
Heroes oder StarCraft vielleicht. Und nächstes Jahr hoffentlich Overwatch. Und mein Traum ist ja immer nicht nur mit und gegeneinander zu spielen, lokal in der Community, sondern auch mal gegen andere Communities aus anderen Städten, um denen mal zu beweisen, dass die Kölner natürlich die Besten sind. Ja, und dann hier hinten, das wird dann so der Viewing-Bereich. Und ungefähr das, was ihr von den Barcrafts und so schon kennt. Da hinten und überall kommen natürlich kleine Sitzecken hin und an die Wände, oben in die Ecken und überall anders auch, kommen Screens hin. Fernseher bis zum Umfall, da hinten große Leinwand, auf der ihr auch das Spielgeschehen dann live. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool aus. Große Location, bietet auf jeden Fall jede Menge Platz. Wie ist denn so das Feedback aus der Community und Köln-Umgebung, so eine Gaming-Bar zu haben? Ja gut, aus der Community kriegt man natürlich fast nur Zuspruch. Also die sind alle hellauf begeistert und supporten das natürlich auch. Ja. Jetzt sind natürlich die Anforderungen an uns, da das auch umzusetzen. Also ja. Ja, aber Location macht auf jeden Fall schon mal einiges her. Ja. Ich freue mich hoffentlich darauf, dann beim Pinkeln auch weiterhin irgendwie Matches gucken zu können. Ihr werdet ja möglichst alles zeigen, so was im E-Sport da los ist. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie eine reine StarCraft-Bar oder eine reine, keine Ahnung, Heroes of the Storm-Bar oder sowas. Ich denke nicht, dass ich das mit einem Spiel halten würde. Also da gibt es noch kein Spiel, was ausreichen würde, dass da so viele Leute jeden Tag oder sowas vorbeikämen. Nein, wir zeigen da jeden Tag was anderes. Und ja. In der Bar ist ja theoretisch sogar möglich, zwei Sachen gleichzeitig zu zeigen, von der Größe her. Ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich hoffe, dass wir jetzt vielleicht noch mal einige gefunden haben, die sagen, hey, coole Idee, ne? Ich wohne eh in Köln und Umgebung und da mache ich auf jeden Fall irgendwie mit. Und ja, ich wünsche dir natürlich alles Gute. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass ich kommen durfte. Sehr, sehr gerne natürlich. Und ja, nur das Beste mit dem Projekt. Rummel, du hattest vielleicht noch eine Frage oder eine alles Frage noch, ja, wirklich eine Frage noch, die mich immer wieder bei solchen Projekten interessiert ist. Habt ihr eventuell auch vor, die Kommentatoren mal live vor Ort kommentieren zu lassen? Sowas wie, du hast gesagt, da stehen 6 Rechner. Was ist zum Beispiel, ihr habt dann, weiß nicht, ein Counter-Strike-Spiel oder was auch immer und da sitzt der Kommentator, der Moderator live mit in der Bar drinne. Also, dass ihr nicht nur einen Stream abgreift, sondern das ganze Paket vor Ort. Ja, auf jeden Fall. Fett. Also gar keine Frage. Also viel zu einfache Frage. Auf jeden Fall. Wäre super. World of Tanks ist ein klassisches Spiel. Also du bietest dich schon an. Das versucht da jedem zu erzählen und aufzudrücken. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Projekt. Wir hoffen, dass es in Erfüllung geht, dein Traum und dein Wunsch in Erfüllung geht und da aus der Community natürlich einiges dazukommt und vielleicht auch noch natürlich vielleicht ein paar andere Leute, die jetzt sagen, cool, Bar, werde ich Stammgast, bin ich dabei. So, und Intellix Remasters ist ja auch ein Turnier, was dann immer mal bei euch laufen könnte. Und da gab es ja letztes Wochenende...